Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, hier heute Morgen im Dom zu Würzburg und an den Fernsehgeräten, ich freue mich, dass wir gemeinsam diesen festlichen Weihnachtsgottesdienst feiern dürfen. Keiner hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. So heißt es heute im Johannesevangelium, die Weihnachtsbotschaft.
Weil kein Mensch Gott sehen kann, deshalb zeigt sich Gott uns, erscheint er uns heute in Menschengestalt, um uns zu zeigen, was es heißt, wahrhaft Mensch zu werden. Danken wir dem Herrn für diese Gnade, dass er uns sein Herz offenbart in diesem Kind in der Krippe. Und rufen wir jetzt sein Erbarmen an, damit es uns geschenkt werde, diesem Kind gleichgestaltet zu werden und in ihm das Heil und den Frieden für unsere Seele zu finden.
Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Schuld, gewähre uns der allmächtige und der barmherzige Herr. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboden, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion sagt: Dein Gott ist König. Horch, deine Wächter erheben ihre Stimme, sie beginnen alle zu jubeln. Denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jauchzt zusammen, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet. Er hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ihr Lande dem Herrn, alle Enden der Erde schauen Gottes Heil. Dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Er hat mit seiner Rechten geholfen und mit seinem heiligen Arm. Sein Heil bekannt gemacht und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. Er dachte an seine Huld und an seine Treue zum Hause Israel. Gottes, jauchzt vor dem Herrn alle Länder der Erde, freut euch, jubelt und singt. Alle Länder der Erde.
dem Herrn auf der Harfe zu lautem Gesang, zum Schall der Trompeten und Hörner, jauchzt vor dem Herrn, dem König. Lesung aus dem Hebräerbrief. Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt, durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat, ihren Namen überragt. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt? Und weiter: Ich will für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, sagt er: Alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen. Wort des lebendigen Gottes. Aufs Neue der Tag der Erlösung. Ein großes Licht ist heute auf Erden geschienen. Kommt ihr Völker und betet an den Herrn, unseren Gott. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen.
Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft: Dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Schwestern und Brüder, auf der Suche nach dem Wort des Jahres hat man sich geeinigt, dieses Jahr auf das Wort Heißzeit. Im Rennen war auch noch das Wort der Funklochrepublik. Wenn man mich gefragt hätte, was ist denn dein Wort des Jahres, dann hätte ich auf diese Frage geantwortet: Mein Wort des Jahres ist Vulnerabilität. Es ist ein lateinisches Wort, es heißt auf Deutsch übersetzt Verletzlichkeit. Vulnerabilität, ein Fachbegriff aus der Risikoanalyse.
in vielen Disziplinen beheimatet. Ursprünglich kommt es aus der Materialprüfung. Ein Werkstoff wird unter besonderen, extremen Belastungen geprüft und es muss sich zeigen, wie verletzlich er ist. Und wenn man das analysiert hat, muss man ihn besser machen. Und die Militärs, die sprechen von den Fenstern der Verwundbarkeit, der Vulnerabilität. Sie analysieren, wo ein Staat, wo ein militärisches System sich angreifbar macht, wo die Schwachstellen sind, und man arbeitet mit Eifer daran, diese Schwachstellen zu schließen und sich zu verteidigen. Und natürlich die Medizin, die Ärzte, die den ganzen Tag mit den Wunden der Menschen an Leib und Seele konfrontiert sind, die um die Verletzlichkeit des Menschen wissen und die daran arbeiten, den Menschen in seiner Gesundheit zu erhalten. Immer geht es bei der Vulnerabilitätsanalyse darum, diese Verletzlichkeit so weit wie möglich auszuschließen, sich stark zu machen und wehrhaft zu sein. Vulnerabilität und Verletzlichkeit. Sie haben die Kirche im letzten Jahr getroffen und eingeholt in der großen Diskussion um sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Und das gleich in zweifacher Hinsicht. Ein erster Aspekt ist die Tatsache, dass besonders die Kinder und Jugendlichen Opfer eines Übergriffs wurden, von denen deutlich war, dass sie niemanden haben, der sie beschützen könnte. Dass es niemanden gab, an den sie sich hätten wenden können, dass da niemand da war, der ihnen geglaubt hätte, wenn sie erzählt hätten, was ihnen widerfahren ist im Raum der Kirche. Es hat gerade die Verletzlichsten getroffen. Und mit Bestürzung mussten wir wahrnehmen, dass es scheinbar auch Menschen gibt, die genau einen Blick dafür haben, wo jemand verletzlich und verwundbar ist. Ein zweiter Aspekt war sicher die Tatsache, dass wir gemerkt haben, dass die Kirche, von der wir glaubten, sie sei stark und sie stehe für Heiligkeit und Vollkommenheit, dass auch diese Kirche höchst verletzlich ist. Unser Selbstbild, das wurde gründlich noch einmal desillusioniert. Wir mussten feststellen, wir sind nicht so vollkommen, wie wir geglaubt haben. Und die Macht ist eben nicht immer eine helfende und eine heilende Macht, sondern ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Überordnung und Unterordnung kann immer auch Einfallstor sein für das Böse. Und die Lebensform der Priester, von der wir meinten, und auch die Menschen meinten, sie wäre eine gewisse Garantie für das Gute, es zeigte sich, dass das eben nicht immer der Fall ist. Und selbst der heilige Schutzraum der Beichte, auch hier wurde deutlich, selbst dieser Schutzraum kann Ort sein für Missbrauch und für Übergriffe. Auch die Kirche, so zeigte sich, ist als Institution höchst verletzlich. Und sie ist nicht die starke Kirche, von der wir träumen oder von der wir meinten, wir wären Vorreiter, leuchtendes Beispiel in dieser Welt. Wir wurden auch mit den Schattenseiten dieser Institution und der Menschen, die in ihr wirken, konfrontiert. Muss man darüber heute reden, am Weihnachtstag? Ich glaube ja. Denn Weihnachten heißt, dass Gott sich verletzlich macht. Es heißt im Kirchenlied, entäußert sich, all seiner Gewalt wird niedrig und gering,
und nimmt an eines Knechts Gestalt der Schöpfer aller Dinge. Nackt und bloß liegt das Christkind in der Krippe, verletzlich. Verletzlich vom ersten Augenblick des Lebens an, man stellt dem Kind nach dem Leben, der Kindermord in Bethlehem, die Flucht nach Ägypten, schon die ersten Ereignisse in dieser Kindheitsgeschichte zeigen, wie bedroht dieses Leben ist. Gott kommt in diese Welt und er macht sich verletzlich. Vulnerabilität als eine Eigenschaft Gottes selbst. Was folgt daraus? Zwei Dinge. Ein erstes, es betrifft das christliche Menschenbild. Das Ideal ist eben nicht der unangreifbare Held mit dem Traum von der Unverwundbarkeit, den jeder von uns in irgendeiner Weise in sich trägt, stark zu sein und sich durchsetzen zu können, wehrhaft zu sein, sondern seit Weihnachten wird uns gesagt, auch die Verletzlichkeit, die ist eine Eigenschaft, die zum Menschen gehört. Der Mensch ist eben immer auch ein schwacher Mensch. Und dieses Kind in der Krippe, es ist eben kein Halbgott, sondern es ist wahrer Gott. Und gerade weil er Gott ist, deshalb hat er die Macht, auch ganz Mensch zu sein, ganz zu der Verletzlichkeit im eigenen Leben zu stehen. Das verpflichtet uns als Kirche und als Christen zu einer besonderen Sensibilität, gerade für die besonders Verletzlichen und Verwundbaren. Die Option für die Armen hat man es genannt. Und das meint nicht, dass man die Armen irgendwo im Blick hat und etwas Gutes gewissermaßen von oben herunter für die Armen tut, sondern die Option für die Armen bedeutet, recht verstanden, die Welt aus dem Blickwinkel der Armen zu betrachten. Und viele Dinge stellen sich dann noch einmal ganz anders dar. Es geht nicht darum, etwas Gutes für die Armen zu tun, sondern aus ihrer Sicht die Welt zu betrachten und zu sehen, wo diese Welt verwundet und Wunden schlägt und dann mit ihnen und nicht nur für sie, sondern mit ihnen gemeinsam an der Verbesserung dieser Welt und dieser Kirche zu arbeiten. Eine zweite Konsequenz betrifft die Kirche selbst. Und auch davon muss heute gesprochen werden. In der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils lautet es, während Christus heilig, schuldlos und unbefleckt war, umfasst die Kirche Sünder. Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg der Buße und der Erneuerung. Von Gott her ist die Kirche geheiligt, aber in ihr arbeiten und leben fehlbare Menschen. Alfred Delp formulierte einmal, das Werk Gottes ist Menschenhänden anvertraut und oft auch Menschenhänden ausgeliefert. Das Geheimnis von Weihnachten, Gott liefert sich den Menschen und ihren Händen aus. Wir lernen daraus, dass die Kirche heilig ist von Gott her, aber als Institution, die von Menschen getragen wird, bedarf sie der Sorgfalt, der Demut und immer wieder neu der Überprüfung dessen, was sie tut, ohne die Einstellung zu haben, dass es irgendeine Sicherheit gäbe. Die Sicherheit, die uns gegeben ist, ist die Zusage des Heils in Jesus Christus. Ob wir diese Zusage täglich leben,
Da müssen wir uns selbst und die Kirche selbst sich täglich neu in der Buße und Umkehr prüfen. Seine Verletzlichkeit einzugestehen, das ist keine Schande, sondern seit Weihnachten ist es eine Gnade. Und Heiligkeit heißt recht verstanden nicht Perfektion, sondern der Heilige, der in seinem Leben Gott wirklich nahe gekommen ist, der weiß, wie viel ihn von Gott trennt, und die Heiligen waren die Ersten, die von sich sagten: Ich bin ein Sünder, ich weiß, wie viel in meinem Leben noch unerlöst ist und wie sehr ich auf dem Weg bin und seit Weihnachten auf dem Weg sein darf, Gott und Jesus Christus immer tiefer und immer neu zu erkennen für mein Leben. Heiligkeit heißt, um die eigene Fehlbarkeit zu wissen, ohne irgendwelchen Allmachtsfantasien zu erliegen. Die Weihnachtszeit und Weihnachten, das ist eine Zeit, in der die Menschen sich besonders ihrer Verletzlichkeit bewusst werden, wo wir besonders empfindsam sind, wo wir im Blick auf ein vergangenes Jahr auch merken, was da noch in unserem Leben nicht geklärt, nicht erlöst, noch nicht in Christus gerettet worden ist. Verletzlich zu sein, das wird uns gesagt, ist eine Gnade. Eine Gnade, um die wir auch heute bitten. Uns tröstet das Wort aus dem Johannesevangelium: Das Licht leuchtet in der Finsternis, die Finsternis hat es nicht erfasst. Ja, Gott hat uns in Jesus Christus, in diesem Kind in der Krippe, dessen Gesicht uns anleuchtet, ein Licht geschenkt, das keine Verfehlung von Menschen auf dieser Welt jemals werden auslöschen können. Es ist dieses Licht, das in der Finsternis leuchtet und von der Finsternis nicht eingeholt werden kann. In Gnade und Wahrheit hat es im Johannesevangelium geheißen. In Gnade, weil Gott unsere Schwachheit annimmt in diesem Kind, und in Wahrheit, weil er uns einlädt, an Weihnachten uns selbst der Wahrheit unseres Lebens ungeschminkt zu stellen und dann vor der Krippe niederzuknien und von diesem Kind zu erbitten, dass wir mit ihm und in ihm neu zu Kindern Gottes werden, zu verletzlichen Kindern Gottes. Paul Gerhardt betet in seinem wunderbaren Lied: Ich stehe an deiner Krippe hier. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Amen. Thank you.
Wir beten zu Gott, der in seinem Sohn Jesus Christus für uns Mensch geworden ist. Für die Kirche, die den Menschen die Botschaft der Menschwerdung Gottes verkündet. Lass sie deine Liebe glaubhaft in Leben, in Wort und Tat. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, stärke sie in ihrem Handeln nach dem Vorbild und Beispiel deiner Liebe. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Opfer von Gewalt und Krieg und die Menschen auf der Flucht, zeige du einen Weg durch Trauer und Ängste. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in diesen Tagen allein oder einsam sind, lass sie aufmerksame Wegbegleiter finden. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle jungen Menschen, die du in deine Nachfolge rufst, öffne ihr Herz und gib ihnen Mut, ihrer Lebensberufung zu folgen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die dieses Weihnachtsfest nicht mehr mit uns feiern können, besonders für die Opfer des Tsunami in Indonesien, nimm sie auf in dein Reich und deine Liebe. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, Vater im Himmel, im Kind in der Krippe wird deine Liebe zu uns Menschen sichtbar. In deinem Sohn Jesus Christus bist du uns nahe und trägst uns in unseren Leiden und Sorgen. Dafür danken wir dir. Wir loben und preisen dich heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, in diesen Gaben willst du uns Versöhnung schenken und uns wieder mit dir verbinden. Nimm sie an und gib durch sie unserem heiligen Dienst die höchste Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn groß ist das Geheimnis seiner Geburt. Er, der unsichtbare Gott, ist heute sichtbar als Mensch erschienen. Vor aller Zeit aus dir geboren, hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen. In ihm ist alles neu geschaffen. Er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung, richtet auf, was da niederliegt, und ruft den verlorenen Menschen ins Reich deines Friedens. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf, immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, den Frankenaposteln Kilian, Kolonat und Totnan und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil.
Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Franz und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Schenken wir uns einander ein Zeichen dieses Friedens und der Versöhnung. Wie toll ist der Gott, Herr, und ihn.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich mein Wort, so wird mein Segen gesucht. Alle Enden der Erde sahen die rettende Tat unseres Gottes. Thank you.
Barmherziger Gott, in dieser heiligen Feier hast du uns deinen Sohn geschenkt, der heute als Heiland der Welt geboren wurde.
Durch ihn sind wir wiedergeboren zum göttlichen Leben. Führe uns auch zur ewigen Herrlichkeit durch ihn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Ihnen allen und allen, die uns zugeschaut haben, wünsche ich von Herzen gesegnete und frohe Weihnachtstage. Weihnachtstage, die die Kirche eine ganze Woche lang feiert in der Weihnachtsoktav, weil dieses Geheimnis, dass Gott sich verletzlich gemacht hat um unseretwillen, so groß ist, dass man es an einem Tag nicht erfassen und erbeten kann. Dafür wollen wir nun den Segen des Herrn auf uns herabrufen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von an bis in Ewigkeit. Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Barmherziger Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und diesen Tag erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Er macht eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Amen. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben. Amen. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er allen Menschen guten Willen seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Amen. Dies gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.